Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mit euch wieder darüber spekulieren, warum so viele Familien in letzter Zeit Alanya verlassen. Und ich glaube, dass ich noch einen Grund herausgefunden habe, den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Und ich denke auch, dass sich das mit meinen Empfindungen, die ich hier gewonnen habe in den letzten Monaten, eigentlich auch abgleicht, und dass das auch durchaus ein Grund ist, der mich dazu veranlassen könnte, eventuell einmal nicht mehr hier in Alanya zu leben. Aber eigentlich ist das ein ganz spezieller Grund und nicht jeder wird das auch so sehen. Ich denke, viele Menschen finden gerade das sehr interessant an Alanya. Aber worum soll es gehen? Ich glaube, dass einige Menschen Alanya verlassen, weil es ihnen zu langweilig ist. Jetzt sollte man ja meinen, Alanya ist nicht langweilig, weil gerade Alanya natürlich viel zu bieten hat. Ja, wir haben hier fast rund um im Jahr Laufkundschaft sozusagen, hätte ich fast gesagt, am Strand oder in den Promenaden oder in den Geschäftsmeilen, sowohl hier in Alanya, aber auch ganz speziell natürlich hier bei uns in Mahmudlasch. Nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, und ich habe das so rausgehört aus Gesprächen von Menschen, die hier Alanya verlassen haben, dass es tatsächlich ein wenig eintönig sein kann. Und diese Erfahrung habe ich ganz unabhängig von der Meinung, die ich jetzt so mitbekommen habe von anderen, ja auch schon öfters in meinen Videos gesagt oder kundgetan. Es gibt zwar hier in Mahmudlasch viel, was man machen kann. Du kannst immer die Barbaros von oben nach unten laufen, also diese Hauptgeschäftsstraße hier in Mahmudlasch, die ist auch sehr lang und es gibt ganz viele kleine Geschäfte, Bars und Restaurants. Aber mal ehrlich, wenn du hier lebst und jeden Abend da unten spazieren gehst oder jeden Tag, dann kennst du jedes Geschäft auswendig und du weißt jedes Stück, was sie da verkaufen, förmlich kennst du auch in- und auswendig, weil du jeden Tag langlatscht und eigentlich die meisten Sachen ja auch vor der Tür schon stehen und präsentiert werden. Und ich finde eigentlich hier in Alanya Mahmudlasch nur wenige Geschäfte, die mich interessieren. Bis gar keine. Also das einzige oder der einzige Laden, den ich gut finde, ist LC Waikiki, weil der ist so ein bisschen C&A-mäßig, Primark-mäßig, H&M-mäßig. So könnte man das beschreiben. Auch preislich, glaube ich, liegt das in der Richtung ganz ähnlich gelagert. Und die wechseln ihre Klamotten auch, ne? So nach den Jahreszeiten, genau wie in Deutschland auch. Aber alles andere, was du hier findest bei uns in Mahmudlasch, ist einfach nicht kaufenswert. Also meiner Meinung nach. Ja, also da streiten sich ja die Geister. Viele finden ganz toll diese ganzen T-Shirts und diese Anzüge, die da überall rumliegen an den Straßenrändern. Ich finde das eher nicht so interessant. T-Shirts kann man hier in Alanya schon mal, finde ich, gar nicht so richtig tragen, weil es einfach warm ist. Die kleben und haben oft auch so Kunstfaser in sich, dass man noch mehr schwitzt. Klar, es gibt auch viele schöne Kleider, die man kaufen kann. Da bin ich ja auch ab und zu dabei und guck mal, das kann man auch alles machen. Es gibt auch kleine Boutiquen, wo man einkaufen kann. Aber letztendlich so mein Favorite ist einfach LC Waikiki, weil es ein relativ großer Laden ist, wo du bummeln, shoppen kannst, ganz unauffällig. Da stehen die Preise überall dran. Ich hasse ja nichts mehr als verhandeln. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn man überhaupt gar nicht weiß, wie viel kostet das Ding überhaupt, was da steht. Man muss alles erfragen und dann weißt du auch nicht, ob nach deiner Haarfarbe beurteilt wird, wie der Preis dann ist. Bei dir ist er vielleicht 5 Euro und bei dem, oder ne, wird ja viel auf 1 Euro ausgewiesen, obwohl das gar nicht erlaubt ist. Ne? Man darf nur in Teller auszeichnen und auch nur die Tellerpreise verlangen. Aber zumindest hast du dann da etwas und weißt, okay, also das kostet 3 Euro und ich habe auch gar keinen Bock zu verhandeln, mal ehrlich, ja. Ich will einfach, dass mein Preis, der da steht, dann auch der ist, den alle bezahlen müssen, ja. Ich finde es einfach ungerecht, von mir so und so viel zu verlangen und von dem Nächsten nur so und so viel. Und da bin ich sowieso schon mal so auf Krawall gebürstet. Ja, da gehe ich gar nicht rein. Und wenn die Läden so klein sind, mag ich sie sowieso nicht. Ich gehe auch nicht in so kleine Boutiquen rein. Ich habe lieber so große Läden. Die sind in der ganzen Türkei einheitlich von der Preisgestaltung her. Klar, vielleicht ist es hier ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, sie sagen ja immer, dass es überall gleich ist. Aufgrund der Mieten könnte ich mir schon vorstellen, dass es hier vielleicht teurer ist. Ich weiß es nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass es ein bisschen teurer ist hier, aber
kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht und kann ich nur vermuten. Trotzdem habe ich solche Geschäfte lieber. Wenn du natürlich jetzt nach Alanya City reinfährst, was von hier ja ungefähr eine halbe Stunde Weg ist, weil wirklich gefühlt an jeder Straßenkreuzung eine Ampel steht und da wartest du da unter, also man braucht schon so 20 Minuten bis Alanya rein mit dem Auto. Und da hast du natürlich wieder die ganzen Strandshops, diese ganzen Klamottenshops mit den Sachen, die nicht das sind, was da drauf steht. Und dann gibt es natürlich auch noch mehrere LCs. Ich glaube, es gibt noch zwei LC Waikiki. Wir müssen mal einmal drehen, weil hier die Sonne wieder um die Ecke kommt. Aber ansonsten hast du da auch viele kleine Shops, die einfach versuchen, dich in die Läden reinzuziehen, wo keine Preise dran stehen. Wenn da Preise stehen, dann finde ich das viel zu teuer, auch für die Qualität, die du da bekommst. Ja, viele sind ja begeistert, T-Shirt 5 Euro. Also ich finde ein T-Shirt für 5 Euro teuer, wenn ich da einen Haufen Plastik kaufe und nicht weiß, was für Giftstoffe da drin sind. Und klar, man weiß das nirgendwo. Wie gesagt, ich habe oft schon gesprochen, auch die großen Läden haben Giftstoffe drin, aber ich bleibe trotzdem lieber bei den großen Läden, wo zumindest die Hoffnung besteht, dass ein bisschen Prüfung von irgendeiner Seite da bezüglich der Inhaltsstoffe mit gegeben ist. Ja. Außerdem finde ich die Ware auch besser. Ja. Ich finde die Qualität besser, obwohl du auch T-Shirts für 5 Euro kaufen kannst, hier mit so einem Ding, mit so einem Schriftzug drauf. Die sind oft auch gute Qualität. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Kacke ist. Ja, wir haben auch schon tolle Sachen gekauft, aber letztendlich ziehe ich jedes Mal so ein Kleidungsstück mit schlechtem Gewissen an, weil ich echt nicht weiß, was habe ich da auf meiner Haut. Und gerade hier in Alanya, wenn es wirklich warm ist, ja, du schwitzt ja hier durchgängig, dann hast du so ein T-Shirt an, wo erstmal die Farben gar nicht genau zu bestimmen sind. Was ist denn da überhaupt an nicht erwünschenswerten Dingen drin? Und außerdem sind da auch Kunstfaser drin, das ist wirklich nur richtig schwitzig. Du schwitzt und dann schwitzt du den ganzen Kram. Die ganzen Stoffe, die da drin sind, sind ständig auf deiner schwitzigen Haut. Nee, also mache ich nicht so gerne. Früher habe ich die Sachen auch gerne gekauft, weil ich finde das auch schön. Ne? Also so ein schönes mit so einem Ding da drauf, mit meiner Lieblingsmarke, die dann sehr viel günstiger ist für 5 Euro statt für 30, 40 Euro. Aber ich glaube, wenn man so ein Ding wirklich da drauf haben sollte, dann geht in die Markengeschäfte, die es hier in der Türkei auch gibt. Es gibt Markengeschäfte, wo auch wirklich das dann auch die Marke ist, die draufsteht. Gerade in den Malls kann man solche Geschäfte finden. Dort sind die Läden, die das auch verkaufen. Da gibt es auch die Markenläden, geht in die Markenläden rein. Die haben oft auch Preisreduzierungen, die auch sehr viel günstiger sind, meiner Erfahrung nach, als in Deutschland. Ja, wenn die Vergünstigungen machen, also gibt dann lieber das Geld dafür aus, wenn man das unbedingt haben möchte. Und Basarware würde ich sowieso, ich kaufe gar nichts mehr auf dem Basar, auch wenn man so die ersten 2 Jahre man noch das Gefühl hat, oh toll, endlich auf dem Basar. Keiner, wir gehen alle nichts mehr kaufen, auch meine Jungs nicht, die wirklich früher 20, 30 T-Shirts mitgenommen haben, ja, und 50 Unterhosen und 50 Strümpfe. Gibt es aber 10 Unterhosen für 10 Euro, 5 Euro oder 30 Paar Strümpfe. Aber mal ehrlich, also das macht keiner mehr. Ja? Die gehen alle hier in diese großen Läden und kaufen da vernünftige Ware, wo man zumindest ein besseres Gefühl hat, wenn man das trägt. Ja? Und letztendlich ist es auch nicht günstig. Ja? Also ich finde es jedenfalls nicht günstig, die Ware, die man auf dem Basar kaufen kann. Klar, wenn du jetzt dieses Logo drauf hast, ist es natürlich günstig, aber das ist ja auch nicht echt. Ne? Und warum soll ich für etwas... Warum soll ich diese Marke anziehen, wenn es doch nicht die Marke ist? Ja, ich ziehe doch die Marke an und präsentiere sie, weil ich glaube, dass ich mich damit aufwerten kann in irgendeiner Art und Weise, oder? Also es ist doch nichts anderes. Warum kann ich nicht einen No-Name-Anzug anziehen, sondern warum muss ich den von der Marke tragen? Gut, viele sagen, sie sind viel schöner, ja, aber dann sind sie doch nur schön, wenn sie auch wirklich von der Marke sind und nicht fake, weil fake ist ja doch Kacke in irgendeiner Art und Weise. Nicht gut, die Nähte sind nicht gut, der Stoff ist nicht gut, die Farben bleichen aus unter Umständen, nicht immer, ne? Hast auch gute Sachen manchmal, aber nee, also das ist doch einfach, man belügt sich doch selbst und die anderen auch, muss nicht sein, finde ich. Gut, jetzt sind wir aber total abgewichen wieder, weil das ist ein Thema, darüber kann ich stundenlang reden. Ich finde jedenfalls, hier in Mahmudlar ist wenig Abwechslung, was Geschäfte betrifft. Und ich glaube, auch die wenigsten, die hier leben, finden das noch interessant, was da unten ist. Die meisten, die, glaube ich, sagen,
Wir finden das gut hier, weil eben noch viel Leben ist. Es sind eben Leute, die, die noch ein bisschen anders halten hier, die halt auch in Restaurants gehen, die in Bars gehen, die sich mit Freunden treffen, weil sie ein gutes freundschaftliches Umfeld hier auch überall haben. Ja, das sind vielleicht eher diese Menschen. Die gehen aber auch weniger in die Geschäfte, vielleicht noch mal mit Bekannten, wenn die mal in Urlaub fahren oder so, dann geht man hier auch ein bisschen shoppen, weil doch jeder das so mit der Türkei verbindet. Auch gerade der Basar ist ja so ein Muss, wenn man sagt, man möchte hier auch voll alles mitnehmen, was man so vom Türkei-Urlaub erwartet. Aber ich glaube, ich jedenfalls finde Mahmut überhaupt nicht mehr interessant. Ich bin ja jetzt hier auch mit mehreren Kindern wieder durch und alle gehen dann immer runter in die Stadt, aber da ist wirklich gar nichts. Selbst meine Jungs sind gelangweilt unten. Die sind früher jeden Tag runtergegangen, ja. Das Einzige, was man noch machen kann als junger Mensch, ist nach Alanya zu fahren. Alanya gibt es halt diese Party-Gegend, wo wirklich laute Musik gespielt wird, und wenn man dann so Musik im Hintergrund hat und da so ein Shop nach dem anderen und es so wirklich so brechend voll ist, ja, du kommst ja gar nicht voran, dann kann das mal amüsant und interessant sein. Wenn du aber da lebst, geht dir erstmal die Musik auch auf den Keks, und zum Zweiten kennst du auch dann jeden Laden, ja, weil auch da sind es ja alles die gleichen Sachen, ja, du, ob du nur den einen Laden betrittst mit den T-Shirts, du hast im nächsten Laden die gleichen T-Shirts zu einem anderen Preis oder dem gleichen Preis, ist doch alles dasselbe, ja, oder du hast den einen Teeladen mit dem türkischen Delights und mit den türkischen Süßigkeiten. Dann hast du da einen Andenkenladen und dann hast du da den nächsten LC stehen, den LC Waikiki, oder dann hast du da einen nächsten Markenladen stehen, oder du hast da diesen Bazar-ähnlichen Eingang. Das ist doch alles das Gleiche. Es gibt nichts Neues, und ich glaube, dass viele Leute das langweilt mit der Zeit. Ja, also das könnte ich mir vorstellen. Ich jedenfalls bleibe eigentlich immer gerne zu Hause, wenn meine Familie runtergeht zum Bummeln abends, um sich die Zeit zu vertreiben, weil wir auch keine Menschen sind, die jetzt im Restaurant sitzen lange. Und selbst wenn wir in ein Restaurant gehen, dann essen wir und dann gehen wir auch wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich da jetzt stundenlang unterhält, machen ja auch viele. Und wir sitzen auch nicht in der Bar oder in einem Café so stundenlang, sondern halt mal eine halbe Stunde, aber dann gehen wir auch wieder, ja. Klar, man kann mit Freunden und so, aber das macht man ja auch nicht immer. Davon mal abgesehen braucht man auch das nötige Kleingeld dazu, hat auch nicht jeder. Und zwar immer weniger hier auch in Alanya, weil viele sich das einfach gar nicht mehr leisten können, ständig irgendwo sich hinzusetzen und auch nur einen Kaffee zu trinken, ja. Das ist einfach auch für viele gar nicht mehr gegeben. Und deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, was man hier dann noch toll unternehmen kann. Na klar, Dimchai ist noch eine Option, aber auch dafür braucht man ein Auto und man braucht auch wieder das nötige Kleingeld. Das macht man dann einmal, zweimal mit der Familie und das ist auch vorbei. Schließlich muss man da auch hochfahren. Nicht jeder hat ein Auto, die wenigsten würde ich mal sagen, die dann hier leben. Also es ist alles nicht so, wenn man hier lebt, es kann schon langweilig werden, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles hier so interessant ist. Es ist eben nur ein kleiner Ort, es ist ein Ferienort letztendlich. Und so ist er auch aufgebaut, so ist die Struktur geschaffen hier in Alanya. Die Shoppingkultur ist auf Tourismus eingestellt. Und es wird das geboten, was der normale Tourist in all den letzten Jahrzehnten hier erwartet. Nämlich Strandshops, Shops an der Promenade und in der nächsten Einkaufsmall, eben mit den ganzen Klamotten und Andenken. Und da gibt es dann auch mal, wie gesagt, ganz viele kleine Cafés und Restaurants. Sind auch alle toll besucht und es macht auch alles Laune. Aber eigentlich ist es so, dass wenn du hier lebst, alles schon kennst und es langweilig wird. Während, wenn man in einer Großstadt lebt, wie Antalya, wie Izmir, ja, diese Istanbul, das ist überhaupt nicht mit Antalya, mit Alanya zu vergleichen, weil das ist eine riesengroße Stadt. Es ist ein Gewusel und eine Unterschiedlichkeit, egal ob du da jeden Tag vielleicht sogar die gleiche Mall benutzt, aber du könntest ein Stückchen weiter, da ist wieder eine andere Mall, du kannst dahin, da sind andere Straßen, du siehst die Geschäftstätigkeit, alle Menschen gehen zur Arbeit, abends kommen sie nach Hause, du siehst auch die türkische Kultur, das türkische Leben an sich, wie es wirklich ist. Also ich glaube, dass für viele Menschen diese Großstädte, auch wenn sie
davon ja eigentlich fliehen, weil man vielleicht in Deutschland schon in einer Großstadt gelebt hat und eigentlich ja auch als Rentner das nicht mehr so wuselig haben möchte oder als Auswanderer. Aber ich glaube, viele Menschen haben auch damit ein Problem. Viele Menschen sind hier glücklich. Also wenn ich jetzt sage, ich bin 70 und ich möchte noch so ein bisschen Action haben, möchte so ein bisschen Leben haben, möchte auch Internationalität haben, dann ist man vielleicht, will gar nicht so viel shoppen und spazieren gehen, gehen vielleicht einmal an den Strand und wieder hoch und ein bisschen die Geschäftsstraße lang und dann ist gut. Dann kann man sagen, okay, das ist vielleicht dann hier in Ordnung und ist schön. Ich glaube aber, dass viele jüngere Menschen auch oder mittleren Alters so, auch mein Alter vielleicht noch, bin auch älter, aber noch nicht so 70 vielleicht, sondern so ja, Mitte 50 oder Anfang 50, Ende 40 oder auch Mitte 40, könnte ich mir vorstellen, ist einfach auch langweilig, ja, hier, weil es ist doch immer das Gleiche. Die Urlauber werden hier nur so durchgeschleust, der eine kommt, der andere geht und die Menschen, die hier leben, die, mit denen hat man vielleicht auch gar nicht so Kontakt. Das kann ja sein. Es gibt ja auch viele, die sich so ein bisschen, ja, die so schlechte Erfahrungen mit untereinander gemacht haben. Es ist ja logisch. Es gibt ja nur auch nicht so viele Deutsche hier, mit denen man sich connecten kann. Ja, mit vielen kommt man vielleicht auch nicht so zurecht. Das habe ich auch immer gehört, oft gehört. Die meisten sind ja dann doch wieder eher unter sich und wissen dann mit sich gar nichts anzufangen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass eine Großstadt, also für mich jetzt, ja, wenn ich sage, also ich bin jetzt nicht so ein Alanya-Fan mehr, dann wäre das ein großer Punkt. Also ich finde es einfach nicht mehr so interessant hier. Ja, ich finde, man kennt alles und es gibt keine, ja, es gibt nicht so wirklich etwas, was man hier noch erleben kann, ist das falsche Wort. Ich will sowieso nichts erleben, aber es ist so ein bisschen eintönig. Ich glaube, das kann man sagen. Es ist halt alles sehr klein. Es ist halt ein kleiner Ort, ein Tourismusort letztendlich. Und dementsprechend ist hier auch alles so aufgebaut. Und da könnte ich, glaube ich, denken, dass viele sagen, nee, also wir wollen doch auch mal ja, wieder in einer etwas größeren Stadt leben, wo es auch wo es so einen Alltag gibt, der natürlich ist. Hier ist ja alles, ist es ja kein natürlicher Alltag. Hier wird ja alles nur auf Tour. Die werden Touristen hier durchgeschleust, dann siehst du sie wieder 2 Wochen, dann sind sie wieder weg. Und die Geschäfte, die hier ihre Ware feilbieten, sind auch genauso drauf. Da muss man auch nicht besonders freundlich sein, muss man auch nicht sich viel Mühe geben, weil wenn der nicht wiederkommt, darum geht es einem hier nicht. Ja? Die Leute sind gar nicht darauf angewiesen, dass derjenige, den sie da jetzt etwas verkauft haben, wiederkommt. Das kann dann ruhig schlecht sein, teuer sein, wie auch immer, weil die gehen ja sowieso wieder. Die bleiben ja nur, denken die sich. Und dementsprechend so ein Flair hat man hier auch, finde ich. Und das ist meiner Meinung nach viel interessanter in einer Großstadt. Also wenn ich jetzt sagen würde, wo würdest du denn jetzt gerne hin, wenn man mich das fragen würde, dann würde ich ganz gern mal vielleicht Antalya ausprobieren. Antalya, Izmir, obwohl Izmir, da sind mir die Winter wieder zu kalt. Ne? Antalya, der Winter ist auch kalt. Man ist hier halt mit dem Winter ideal bedient, ne? weil das Klima halt so mild ist hier im Winter. Aber es ist mir so langweilig. Also Alanya ist wirklich eintönig, wenn man hier lebt, ja, weil es für mich, ne, um Gottes Willen, für mich, also man kann, ja, du hast halt alles durchlaufen. Du gehst von der Barbados, von der einen Straße, das ist eben die Hauptgeschäftsstraße hier, die Barbaros Jadisse, also die Barbarosstraße. Du gehst einmal von da einmal runter, ne, also quasi von da nach da hoch und dann hast du überall diese kleinen T-Shirt-Läden und Restaurants und ein paar Bars, Hotels natürlich nebeneinander, die dann auch oft oder manchmal ihre, ja, hier kannst du den Pool sehen von der Straße oder kannst ein paar Handtücher von den Balkonen herunterhängen sehen, dann hast du die. Dann hast du noch Elsie und hast ein paar Banken und eine Wechselstube und dann hast du ein paar Goldläden und dann war es das auch. Ja, es ist auch immer das Gleiche. Also ne, nichts Neues, keine großen Geschäfte, wo man sich mal bedienen kann. Klar, du kannst dann die Jekta Mall fahren, ist ja auch kurz vor Alanya, da kann man bummeln. Das ist auch sehr schön. Die Jekta Mall finde ich auch sehr schön, aber
Das ist wie, als würdest du in Hamburg die eine Mall, die du da hast, zum Beispiel, weiß ich nicht, die Hamburger Meile, ne? So kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen mit der Jagdtown Mall. Die läufst du dann ein paar Mal rauf und runter und dann war es das auch. Obwohl ich dann noch in der Hamburger Meile, da habe ich noch ein paar größere Läden dann auch. Da habe ich dann H&M und ich habe, das gibt es da auch, aber irgendwie ist es doch anders noch da. Ja, Woolworth ist da noch und der 1-Euro-Laden wäre dann noch. Also es gibt dann, man ist halt so mit diesen Geschäften dann auch noch mal so ein bisschen eher vertraut, würde ich sagen. Und in der Jagdtown Mall gibt es auch ein paar größere Geschäfte, aber ich finde auch nicht, dass das sind dann halt, ich weiß nicht, also ich kann mich auch damit überhaupt nicht anfreunden mit der Jagdtown Mall, wenn ich da jeden Tag hingehen wollen würde. Aber da ist sehr viel los und lohnt sich auf jeden Fall einmal vorbeizugehen. Macht das unbedingt. Wie gesagt, Alanya ist eben ein kleiner Ort, das muss man wissen und viel Abwechslung gibt es natürlich in Form von den ganzen Läden, die man dort hat, die man aber dann auch irgendwann kennt, weil es ist natürlich, in Deutschland kennt man dann auch alles, aber es ist halt ein Ort, wie soll ich das sagen, der wenn man hier lebt, nicht kein Potenzial bietet, für auf Dauer interessant zu sein. Man kann natürlich auch viel machen. Man kann auf die Burg, den Burgberg fahren, man kann die Höhlen besichtigen, man kann den großen Stausee sich anschauen. Alles auch wunderschön, wirklich. Ja, man kann viel machen hier. Ich weiß nicht, ich finde das so ein bisschen alles sehr klein und sehr komprimiert natürlich. Das ist ja auch schön, wenn man so einen kleinen Ort mag, aber für mich fehlt mir auch so das türkische Flair hier. Mir fehlt das türkische Berufsleben, wisst ihr? Der Alltag, der ganz normale Alltag einer Großstadt oder einer Stadt fehlt mir hier. Und es ist einfach nur so ein Durchgeschleuse von Menschen, habe ich so das Gefühl. Und dementsprechend sind auch die Menschen hier drauf, also mein Eindruck, ne? Aber wie gesagt, das ist so, da könnte ich mir vorstellen, dass das eventuell ein Grund ist, warum viele Menschen auch gehen, weil denen das einfach zu langweilig ist, ja. Weil viele wollen ja auch ein bisschen was erleben und man geht ja davon aus, dass in einem Tourismusort auch viel erlebt werden kann und kann man ja auch. Die Partymeile zum Beispiel in Alanya ist ja beeindruckend, ne? Aber das ist auch nur beeindruckend für jemanden, der im Urlaub ist und nicht für jemanden, der das dann immer erlebt. Gerade im Sommer ist es da mega voll, ja, du wirst ja durchgeschleust, da kommst ja, kannst ja gar nicht richtig laufen. Und was läuft man da auch durch? Weil es ist wieder nur ein T-Shirt-Geschäft neben dem anderen, ne? Gefühlt. Na gut, so das ist meine Meinung, meine Vermutung, warum viele sagen eventuell, also wir ziehen mal weiter, mal gucken, was es noch so Schönes in der Türkei gibt. Also wie gesagt, wenn ich jetzt, also Istanbul ist sowieso Favorite von mir, weil da hast du ja alles, du hast Großstadt, du hast Alltag, du hast die Kultur, du hast auch viel Tourismus, du hast Meer. Auch da gibt es Strand, das ist den großen Hafen dort und die Berge, also es ist ja einfach nur beeindruckend, Istanbul. Aber ich glaube, dass Istanbul sehr zu voll ist, also dass es zu viel ist von dem, was ich eigentlich mir wünsche. Antalya war ich ja auch ein paar Mal und Antalya ist, es ist schön, aber auch nicht so die Stadt, von der ich sage, da würde ich vielleicht leben wollen, ja. Was ist das? Aber wie gesagt, wenn man, ne, wenn man sagt, okay, man möchte gar nicht so groß sein und man möchte so ein kleines Städtchen haben, dann ist Alanya bestimmt richtig und viele werden sich sicherlich hier wohlfühlen, da bin ich sicher. Aber ich glaube, dass auch vielen das eben auch dann irgendwann zu eintönig ist, auch wenn das ein bisschen widersprüchlich klingt, aber das denke ich schon. Also ich habe das zumindest so rausgehört bei einigen Menschen, die dann sagen, ja, es ist halt klein, ne? Es ist halt nichts Besonderes so. Also man kann nichts Besonderes mehr erkunden und es ist immer eintönig und kein großes
Potenzial, irgendetwas zu unternehmen. Wenn man alles mal gesehen hat und immer mal wieder zu den Attraktionen gegangen ist, ich glaube, keiner von uns geht ständig den Burgberg besichtigen. Ne? Das macht man ja auch nur einmal oder zweimal in seinem Leben, würde ich mal sagen. Ja, also schreibt das gerne mal in die Kommentare, wie oft geht ihr auf den Burgberg? Ja, zumal der ja nur tagsüber geöffnet hat und dass es viel zu heiß da oben ist. Das kann man ja nur einmal machen. Wir haben das am Nachmittag mal gemacht und oh, Wahnsinn. Also ich mag sowieso nur den Ausblick da oben. Alles andere, ja, okay. Bin da ja nicht so ein Fan von. Aber da hochzufahren und allein hier von da oben zu gucken, das ist einfach einmalig schön. Macht man dann auch ein paar Mal, ne? Aber es ist wirklich extrem. Extrem heiß da oben, sage ich ja, durch das Wetter bedingt, ist es alles eben nicht so einfach hier. Ne? Da ist man dann schon in seinen eigenen vier Wänden eingesperrt und auch mit den Malls, die es hier gerade in Alanya gibt, auch ein bisschen eingeschränkt, weil so eine richtige Mall gibt es außer der Jekta Mall eigentlich gar nicht. Das ist so die einzige, wo du sagst, da ist man klimatisiert auch und kann gut shoppen und das Klima dort ist auch sehr schön, das ist sehr angenehm, ist nicht so kalt, finde ich. Es geht, also zumindest als immer, wenn ich da war. Da kann man dann gut einkaufen gehen, kann man sich gut Zeit verbringen. Oben gibt es ja auch die Food Mall, also es ist sehr schön, die Jekta Mall, aber das ist auch die einzige und dann gibt es auch nicht so viel mehr. Ne? Dann bist du immer draußen und an diesen Strandshops gebunden. Der Hafen ist natürlich sehr schön hier in Alanya. Wie gesagt, wenn man alles mal so abgeklappert hat im Urlaub und dann ist aber auch durch, ne? Dann kannst du wieder von vorne anfangen und das dann ein paar Mal machst, über ein paar Jahre, könnte man schon Potenzial haben, etwas gelangweilt zu sein und sich auch mal vielleicht das ganz normale Großstadtleben wieder zu wünschen. Ich bin sowieso ein Großstadtkind, das kommt natürlich auch noch dazu und davon gibt es ja auch viele, die gern in einer Großstadt leben, gibt aber auch viele, die das nicht so mögen oder die einen Mix mögen, dann sind sie sicher gut aufgehoben. Ja, mal eine Vermutung, ich könnte mir vorstellen, dass viele eben auch aus diesem Grund nicht hier bleiben. Natürlich ist auch alles teuer geworden, ne? Früher konnte man eben schon jeden Tag essen gehen und konnte schon jeden Tag in irgendwo einen Kaffee trinken gehen und konnte schon auch das eine oder andere machen, aber das kann man einfach auch alles nicht mehr. Viele haben dafür das Geld gar nicht mehr. Ne? Das ist einfach richtig teuer geworden. Ja, wenn du für ein Eis schon, weiß ich nicht, genau den gleichen Preis wie in Deutschland bezahlen musst und für einen Kaffee und Cappuccino, gerade da, wo man dann ja auch hingeht, ne? Und da, wo viele Menschen sind, man geht ja nicht irgendwie ins Hinterland, um da einen Kaffee zu trinken, dann ist das schon. Dann geht da schon ins Geld und dann überlegt man sich das. Also ich würde das nicht machen, ne? Wenn ich nicht irgendwie mit jemandem ausgehe bezüglich Kinder oder Family, die dann kommt, dann gehen wir ja doch öfters mal irgendwo hin. Aber das machst du nur, wenn den Ferien halten, als Ausnahme. Also ich weiß nicht, viele machen es ja trotzdem, dann haben die auch das Geld vielleicht dafür. Aber mir ist das zu schade. Ja, ich gebe das dann lieber für Dinge aus, die wirklich nötig sind und wo man dann wirklich auch dann dafür das ausgeben muss tatsächlich auch. Gut, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.